aus Karl Kraus, Peter Altenberg. Er feiert nun wirklich diesen oft versprochenen, oft verschobenen 50. Geburtstag. Aber mag das Datum schwankend sein wie das Urteil über den Mann, ja schwankend selbst wie das Urteil des Mannes? Die Gelegenheit, ihn respektvoll zu grüßen, möchte sich einer nicht versagen, der dabei war, als jener seine Haare ließ, um einen Kopf zu bekommen. Und nichts steht heute fester in unserem Geistesleben als dies Schwanken. Nichts ist klarer umrissen als diese knittrige Physiognomie. Nichts bietet besseren Halt als diese Unverlässlichkeit. Unter den vielen, die hier etwas vorstellen, ist einer, der bedeutet. Unter den manchen, die etwas können, ist einer, der ist. Unter den Zahllosen, die ihre Stoffe aus der Literatur geholt haben und Migräne bekamen, als es an die Prüfungen durchs Leben ging, ist einer, der im schmutzigsten Winkel des Lebens Literatur geschaffen hat, gleich unbekümmert um die Regeln der Literatur und des Lebens. Weiß der liebe Herrgott, wie die anderen ihren Tag führen, ehe sie zu ihren Büchern gelangen. Die Nächte dieses einen waren allzeit der öffentlichen Besichtigung preisgegeben und manch ein Champagnertrinkender Pferdedieb durfte um die Zeugung dessen Bescheid wissen, was für alle Zeiten den Werten einer lyrischen Prosa zugehören wird. Dieses Künstlerleben hatte einen Zug, den in seiner Welt die Weiber verloren haben. Treue im Unbestand, rücksichtslose Selbstbewahrung im Wegwurf, Unverkäuflichkeit in der Prostitution.